Passt. Geht da weg. Kills are missing. Let's go! Let's go! Let's go! Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir sind heute in einem speziellen Ort, und zwar in Abu Dhabi, in der Wüste, mitten in der Wüste, Bu Deep International Endurance Village. Und zwar findet morgen eine Veranstaltung statt, eine Reitveranstaltung. Es geht um ein 40-Kilometer-Rennen, an dem ich teilnehmen werde. Leider ist es so, dass ich den Bentley und Colo nicht reiten darf. Bentley, also das sind meine beiden Pferde. Bentley ist zu jung. Ab Januar darf ich an Races teilnehmen. Und der Colo, dem geht es nicht gut. Und deswegen reite ich heute, also morgen reite ich Django. Django ist das Pferd vom Coach. Auch ein sehr starkes, fittes Pferd. Das ist der Django. Und ich bin den die ganze Zeit geritten. Also ich habe den eintrainiert. Guck mal, der. Wieso machst du so? Wieso? Warum? Jedenfalls eintrainiert. Sehr stures Pferd. Aber morgen sind ungefähr zwischen 500 und 700, wir wissen es noch nicht, Pferde werden teilnehmen. So wurde uns das zumindest gesagt. Und wenn viele Pferde sind, dann sollte es eigentlich laufen. Man sieht auch an seiner Statur, wie gut aufgebaut ist, wie hier bestimmt. So, sieht man. Die Pferde haben natürlich noch nie so frische Wiese gegessen. Weil bei uns im Stable gibt es zwar so eine kleine Grünfläche, aber die gehen da nie rein. Und das ist für die jetzt wie Kaviar. Die anderen sind auch schon gekommen. Wie viele Leute sind wir? 11, ne? Also unser Team besteht aus 11 Pferden. Und ich muss dazu sagen, die anderen Teams, die haben zwar auch viele Rider, aber die haben keine 11. Also selten, dass du Teams siehst mit so vielen Teilnehmern. Wir haben das jetzt geschafft, also der Coach hat es geschafft, dass wir so Boxes in der Klinik, das ist auch klimatisiert, ich glaube, es ist besser sogar für die Pferde, unterzubringen über Nacht, damit die sich ausruhen können. Hier kriegen die gleich Essen und so weiter, damit die morgen fit sind. Damit die nicht draußen schlafen müssen. Der kennt den Arzt anscheinend oder so, und die haben gesagt, komm, fit. Man merkt, die Pferde sind sehr aufgeregt. Sehr aufgeregt. Weil hier sind ganz viele andere fremde Pferde. Das ist ein neuer Ort für die. Die kennen sich, das ist alles fremd für die etc. Deswegen müssen die erstmal darauf klarkommen. Guck mal, man merkt, der Coach ist voll aufgeregt. Der ist voll so viel zu tun, so, weißt du, links, rechts, da, alles muss er selbst machen. In einem Jahr fast 40 Pferde im Stall bei uns. Ist schon eine krasse Leistung. Und in einem Jahr 11 Teilnehmer, ist auch eine krasse Leistung. Plus Ein-Mann-Armee, der macht das alles alleine. Seine Mitarbeiter so, die helfen nur so. Der muss immer sagen, mach das, mach dies, mach jenes. Weil die von alleine nie auf die Idee kommen, was zu machen. Oder wenn du willst, kann ich dir auch sowas vorbereiten, dann kannst du dich auch da hinlegen später. Mit Akshay zusammen kuscheln. Akshay habe ich noch nicht vorgestellt. Akshay ist der zweite Mann hinter der Kamera. Ist auch Team Aras Group am Start hier aus Kerala. Yes. Unser Mann für die Fotos. Nee, für die Videos, oder? Für was? Wie auch immer. Ich mache auch die Videos. Ja, für die Fotos. Für Videos, für alles, Bruder. Wir machen, irgendwie improvisieren wir das schon. Der Django, mal gucken, wie der gelaunt ist heute. Django, was geht ab heute? Ja, ich sag euch was, mit dem habe ich zu kämpfen gehabt. Ich habe das sturste und anstrengendste Pferd in dem ganzen Stall bekommen. Bruder, erzähl mal, wie aufgeregt bist du? Ich bin planlos, so. Ich weiß gar nicht, ich warte nur darauf, dass man sagt, aufs Pferd und reite los. Aber so ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Guck mal, hast du schon gesehen, wie viele Menschen da sind? Das ist ja wie Dritter Weltkrieg so, ne? Bruder, das sind richtig krasse Pferde dabei. Da sind auf jeden Fall ein paar Gelle dabei, ja. Du musst dir vorstellen, es gibt Leute, die hier sich voll darauf vorbereiten, so, weißt du, die pushen die Pferde, die pumpen die voll mit so Medikamente und Schmerzmitteln und so. Hey! Komm, Junge, siehst du? Mit dem habe ich so zu kämpfen. Was sagst du, Bruder? Bruder, ich habe gerade Leute gesehen auf Pferde, wie die da oben sitzen. Ja. Willst du mir jetzt Angst machen? Nein, ich will dich nur darauf vorbereiten. Ja, da auf noch einen Tod. Push geben, noch so einen Push auf geben, Bruder. Heute geht es ja nur darum, dass man ans Ziel kommt. Und auch darum, dass mein Vape immer am Start ist. But you see all these horses? No one will reach the target, believe me. Also Leute, ich wollte euch zeigen, wie wir hier sitzen. Ich habe gar nicht geschlafen. Miau. Ey, ich vlog für dich, ne? Nur so nebenbei. Meine Show. Seine Show, sagt er. 3 Kilometer. Okay, 3 Kilometer noch. Und dann haben wir 40. Das ist die letzte Runde hier. Die müssen jetzt alles voll mit Wasser machen. Auf jeden Fall, das ist die letzte Runde, wie ihr da seht. Mashallah. Greta Thunfisch oder Thunberg, wie die heißt. Wird sie sehr freuen. Jetzt checken wir auch sicherheitshalber, ob der Herzschlag zu hoch ist, damit wir nicht durch das Ziel gehen. Weil wir haben noch Zeit, dann würden wir hier noch ein bisschen rum, ein paar Runden drehen, weißt du? Damit ein bisschen runter geht. Wenn ich ihn zum Pinkeln bringe, dann geht sein Blutdruck runter. Und dann der Herzschlag runter. Mach das. Weißt du, was du noch machen kannst? Seinen Druck rauslassen. Ich lasse den seinen Druck bei dir rauslassen. Ich bin jetzt dran. Jetzt müsst ihr gucken. Ich glaube, der hat schon seine Temperatur, sein Level erreicht. Wo ist dein Druck? Pass auf. Alter! Alter! Ja, hör auf!
Wohin von denen da? 66. Wir gehen die Kühe jetzt abkühlen. Nass machen, kaltes Wasser, Eis. Danach checken die Temperatur, den Herzschlag vom Pferd. Die gucken, ob der in Ordnung ist und so, ob der keine Probleme hat, keine Schmerzen, keine Verletzungen. Und dann hoffe ich, dass es auch schon vorbei ist. Hey Musha, what happened? We don't have a car. They left us all. In the middle of the desert. Bro, we will lose weight, like 5-6 kilos, but it's okay, I need them. I need to lose them. Auf jeden Fall. Miau. Ich durfte nicht rein, weil ich so angezogen bin. Kurze Hose. Das Abu Dhabi ist ein bisschen strenger. Und dann ist der Bilal einfach mit unserem Auto weggefahren. Wir sind nicht hergelaufen. Nee, Bilal, Bilal. Der ist einfach weitergefahren. Jetzt können wir da. Ich werde schon angerufen. Was passiert jetzt? Das Horse cool down, you have to cool down too. Glückwunsch. 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 Glückwunsch zu was, Bruder? Was passiert? Ja, wir haben es geschafft. What? Ich höre on time. Wir waren so. Wir waren eigentlich früher da, aber wir mussten die Pferde noch so ein bisschen laufen lassen, damit die ein bisschen ruhiger werden, abkühlen. Und Gott sei Dank, alle haben es geschafft. Es hat so Spaß gemacht, ne? Du glaubst es gar nicht. Aber ich glaube, nächstes Mal würdest du lieber mit so 3 Leuten maximal reiten. Das wird so, das würde so krass Spaß machen. Ich hätte gar nicht erwartet, vor allem mein Pferd ist ein Sorgenpferd. Eigentlich, ne? Ja. Der hat mir das ekelhafteste Pferd hier, aber heute, ich konnte nicht mehr halten, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hab, meine Hände tun mir weh. Auch hier die ganze Zeit, ich habe gesagt, kümmere dich mal kurz darum. Wir haben die Tests gemacht, Walk, Trot, Herz, auch so, der Arzt hat noch so, keine Ahnung, ein paar Sachen gemessen. Jedenfalls, Pass, Ashraf Mahmoud, finished. Bam! Warte, jetzt. Dafür, dass ich erst seit 6 Monaten reite, ja, und innerhalb dieser 6 Monaten schon so viel erreicht habe, finde ich das schon eine geile Leistung. Ich muss dazu sagen, normalerweise dürfen Deutsche an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen. Warum? Ja, weil die Deutschen das gar nicht zulassen, aber ich habe mir so eine Sondergenehmigung einholen lassen und jetzt bin ich dabei. So, und wir haben noch ein anderes Mädchen aus Deutschland dabei gehabt, eine Freundin von uns. Die hat den übrigens gesponsert, dass er reiten darf. Er ist Angestellter im Stable. Er hat ihr Pferd genommen und sie hat für ihn diese Teilnahmegebühr bezahlt. Es waren ungefähr 3000 Dirham, also 700, 800 Euro. Einen wunderschönen guten Morgen, 16. November. Ich bin verschlafen. 40 Kilometer Ride in Dubai, zum ersten Mal in Dubai. Ich bin aufgeregt. Beim letzten Mal war ich aufgeregt oder nervös, weil das Pferd, was ich eigentlich hätte reiten oder was ich geritten bin, ein sehr kaltes Pferd war, aber am Wettbewerb richtig Gas gegeben hat. Dieses Pferd, was ich reite, ist im letzten Wettbewerb auch mitgeritten. Und das Mädchen, was das Pferd geritten ist, ist runtergefallen, erstes Mal. Dann haben die das Mädchen ausgetauscht, so mäßig gedribbelt. Die andere ist 3-mal runtergefallen und musste dann ins Krankenhaus transportiert werden, weil das Pferd einfach zu stark war. Der Coach sagt, ja, du bist der Einzige, der das reiten kann. Dementsprechend bin ich heute ein Versuchskaninchen. Ich hoffe, dass das alles gut endet. 40 Kilometer. Dubai ist viel strikter als oder viel strenger als Abu Dhabi. Ich muss heute 40 Kilometer fertig machen. Dann muss ich nochmal, ich glaube am 23. November 80 Kilometer und dann irgendwann im Dezember nochmal 80 Kilometer. Dann darf ich an so Wettbewerben teilnehmen. Also Wettbewerbe, die auch so mit Preisen und so weiter sind, teilnehmen. Ich bin dann quasi qualifiziert für ein registriertes Wettbewerb. Ich darf aber erst ab Januar Bentley, mein Pferd, erst qualifizieren, damit ich mit dem Bentley dann irgendwann nächstes Jahr reite. Das wird wahrscheinlich nichts bis, also für diese Saison wird das, glaube ich, nichts, weil es einfach zu schwer ist. Das sind so diese ganzen Boxen von den Leuten, die ein bisschen mehr zu sagen haben, die was länger so im Business sind. Unser Coach ist so 2 Stunden zu spät angekommen, aber nicht, weil er verschlafen hat, sondern weil das einfach organisatorisch nicht geklappt hat. Ein Pferd hat ein bisschen Theater gemacht und ich glaube, die sind noch nicht alle da, bis jetzt noch nicht. Und die sind da drüben schon am Testen. Die prüfen die Pferde, ob die Lehm haben, ob die fit sind, ob die irgendwelche Krankheiten haben, was auch immer, ob die gepusht sind, etc. Aber guck mal, wie geil das aussieht. Schau dir das mal an. Und später, wenn wir dann fertig sind, müssen wir dann hier rein. Da siehst du die Uhr da hinten? Ja. In der Mitte. Dann steht da der Arzt und der Arzt testet dann Heartbeat, ob das Pferd gesund ist, ob das Lehm hat, ob irgendwas auffällig ist am Pferd. Und ja genau, Heartbeat muss hier unter 56 sein. In Abu Dhabi unter 64. Das heißt, du musst sicherstellen, dass wenn du ankommst, so das Pferd so fit ist eigentlich, dass du der Herzschlag nicht zu hoch ist. Dubai im Vergleich zu Abu Dhabi ist ganz andere Liga. Nicht, weil Dubai besser als Abu Dhabi ist, sondern weil einfach so mehr internationaler ist. Leute aus aller Welt, Chinesen habe ich gesehen. Es gibt hier ganz viele Sheikhs, Europäer, sehr viele. Es gibt auch viele Reithöfe, die von Europäern betrieben werden, insbesondere Franzosen. Franzosen haben mehrere, Stables. Und Chinesen auch, aus aller Welt eben. Die Sheikhs haben nicht ein Pferd oder 3 Pferde, die haben einfach 60 Pferde da stehen. Einfach die Reiter, yalla. Je mehr Achievements die Pferde haben, desto teurer sind die. Wenn der Badr jetzt seine 80 Kilometer noch gemacht hat,
gemacht hat und nochmal 80, dann ist der so, dann geht der Preis nochmal um so 50.000, vielleicht sogar 100.000 Dirham geht der hoch. Vor allem, wenn der so gute Performance hat. Weil die Leute, die hier sind, das sind ja teilweise auch Spione. Die gucken so, hey, was ist das für ein Pferd? Okay, wie lange hat der? Die gucken so. Die haben so Zugang zu Informationen und dann gehen die auch so manchmal hin und sagen, hey, ah, hast du ein Pferd? Ja, zeig mal das. Wie heißt der überhaupt? Aha, der. Was willst du haben dafür? Die stellen sich dumm. Die gehen aber gezielt dahin, um dieses Pferd zu kaufen. Obwohl, überleg mal, wie viele Pferde hier unterwegs sind. Vor allem Datenschutz ist hier so eine Sache. Leider. Ich bin den ja noch nie geritten. Weißt du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, was auf mich. Aber. Okay, mal, Junge. Man merkt jetzt so. Trotzig, der Coach wollte mir den schenken. Weil mir ist ja ein Pferd verstorben. Da hat er gesagt, hör mal zu, ich schenke dir ein Pferd. So habe ich gesagt, nein, nein, lass das und so weiter. Und gut, dass ich das nicht gemacht habe. Also der ist stark, aber das ist so too much. Ich habe so eine Neigung dazu, den Bentley so zu trainieren. Weil der Bentley ist so mein Bro, so, weißt du, ich mag den. Ich kriege jetzt diese Tags, Bruder, da ist ein Sensor drin. Da ist ein Sensor drin. Wenn die durch das Tor da rein bzw. raus sind, dann wird das direkt registriert. Damit die Zeit auch korrekt ist. Und ich kriege dann ein T-Shirt mit Nummer 139. Was? Geh da weg. Ich hab keine Kraft mehr in den Händen. Bruder, ich Wie viele Kilometer haben wir? Ich glaube so 15. Ich glaube, wir sind 14 Kilometer drauf. Ja, wir sind 15. In 45 Minuten. In eineinhalb Stunden habe ich 30. In zwei Stunden bin ich fertig. Und ich habe dreieinhalb Stunden Zeit. Aber mach nicht so viel, Bruder, weil ich muss die Sonne, die Hitze, das alles. Bruder, mir geht's um die Kraft, Bruder. Meine Finger, guck mal, wie die zittern. Und der will auch nicht, hast du gesehen, der stoppt nicht. Keine Kraft, Bruder. Ich habe Angst, dass er so aufmacht. Dann ist vorbei. Let's go! 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 Aywa! Aschlaf, das ist nicht Flat Race! Ich weiß nicht, Wallah. Aber 30 Kilometer sind vergangen. 2 Stunden, 30 Kilometer. Was? Erzähl mal, wie ist der Stand bis jetzt? 10 Kilometer, Bruder, aber ich habe keine Kontrolle über den. Der killt mich und der will kein Wasser zu sich nehmen, der lässt sich nicht abkühlen und so. Das macht das schwer. Wenn der jetzt was trinken würde, dann wird der runterkommen. So schnell, gell, was geht? Von 1 bis 10. Von? Für was genau? Für die Geilheit 30. Und für deinen Arsch 40. Zeitdruck, ja, Zeitdruck. Coach? Ah, ja. Der verarscht uns. Wir haben noch, glaube ich, eine halbe Stunde Zeit. Nein, Bruder, schon eins. Ja, aber ich will länger dafür runterkühlen. Okay. Oh, hast du das gesehen? Letztes Mal hatte ich Angst, dass meiner nicht läuft. Heute hatte ich Angst, dass der mich umbringt. Das ist das nächste Mal. Und alles unorganisiert. Nick, 80 Kilometer mach ich mit dem nicht. Niemals, Bruder, der nimmt mein Leben. Ach, mach Sattel auf. Ja, 74. 74, ja, Bruder, ist aber schnell, der war eben bei 88. Drin kann man noch abkühlen kurz. Wir haben jetzt, glaube ich, 20 Minuten noch extra, dass die hier abkühlen. Gib mir this one. Der macht sein Herz. Der checkt sein Herz. 65. Zurück. Hammergeil. Go. Bilal, Chaos, ne? Oh, komplett, Bruder. Das ist dieser Endspurt, diese. 62. 400. 139. Deutsche Flagge. Hey, erzähl mal! Jetzt sind die Emotionen ganz anders. Ja? Weil jetzt kann ich sagen, geiler Typ. Mabruk, Bruder. Geil. Geil, schön. Boah, das war anstrengend, ne? Meine Knie, meine Beine, meine Füße. Ja, Mann. Guck mal, meine Schuhe, nass, voller Wasser. Der hat mich auseinandergenommen einfach. Kraft ist am Boden. Kraft, 6 Uhr wach, 2 Stunden geschlafen. Um 10 Uhr erst losgeritten in der Hitze. Guck mal, was. Ja, Temperaturen, 37 Grad, 38 Grad haben wir. Der will nichts trinken, der will nicht halten. Ich hab meine Hände kaputt. Und am Ende haben die noch 3 Schiedsrichter, müssen entscheiden, ob der Lehm hat oder nicht. Die haben den aber durchgelassen. Gott sei Dank. Cool. Last minute, wallah. Aber ich muss dazu sagen, der Coach hat uns auch nicht alles erzählt. Er hat gesagt, 3 Stunden. Ich dachte 3,5 Stunden. Aber anscheinend waren es nur 3 Stunden. Nicht wie beim letzten Mal, Bruder. Letztes Mal 3,5. Ja. Und eben sagte 3 Stunden 15 und dann später sagte 3. Ja, wie willst du da arbeiten? Wie willst du da planen? Du musst ja auch den ein bisschen runterkommen lassen und so. Wissen, wann der trinkt, wann er pinkelt und so. Aber mit dem 80 Kilometer niemals. Mabruk, Coach. Mabruk. Aber ich muss dazu sagen auch, der hatte große Klappe, der will los. Und am Ende, der ist am Schwächeln. Ich muss den so kicken, damit der Gas gibt. Macht mich hier auf cool und so und dann soll ich den mal beißen.
Aber überleg mal, was das für ein Gefühl wäre, wenn das mein Pferd gewesen wäre. Voila, wenn das der Bentley wäre oder der Colo, dann hätte ich Rückwärtshaltung gemacht. Auf den Kopf noch, gefallen, aber egal. Kommt noch. Ich konnte nicht mal auf den vernünftig sitzen. Ne? Ich musste so die ganze Zeit stehen, ja, damit ich dem seinen Rücken nicht kaputt mache. Aber er hat meinen Rücken, meinen Arsch, meine Beine, mein Knie, alles hat. Endlich hat dich mal jemand auseinandergenommen. Und? Der will kein Wasser annehmen, Alter. Der fastet. Der, wenn du Wasser auf den kippst, rastet der aus und fängt an zu kicken und so. Und wird auf einmal schnell. Zweimal 40 Kilometer jetzt hinter mir gebracht in 2 Wochen, ne? 2 Wochen. Alhamdulillah. Und einer Woche, also du hast gar nicht trainiert oder so? Oder? Nee, den letzten Woche waren wir am Reisen in Palästina. Auf jeden Fall jetzt nochmal 80, inshallah am 23. November, wenn alles gut geht. Ich muss gucken, mit welchem Pferd ich reiten wir. Wahrscheinlich mit dem von letztes Mal, der Django, wahrscheinlich. Dann nochmal 80, also zweimal 80 und dann kann ich an dem Endurance Cup teilnehmen. Dann geht es auch richtig um die Wurst. Ich freue mich sehr und ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl, wenn man hier vorbeigeht, bei den Ärzten sagen, Pass. Diesmal habe ich keinen so einen Sticker bekommen. Aber euer Ding stand da oben. Mein Name Nummer stand da, ja. Mit Flagge. Deutsche Flagge. Jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Schaut rein in die nächsten Videos. Denkt dran, abonnieren, liken. Was noch? Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.